Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um eine 300-Euro-Hose und ob sie das wert ist. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in dem heutigen Weihnachtskalender-Video geht es um eine Hose, die ich bestellt habe. Und diese gucken wir uns zusammen genau an. Und zwar ist das die Hose, die hier hinter mir hängt. Das ist eine Hose von Issey-Miyake en Blisé. Die meisten werden das schon kennen. Es gibt diverse YouTuber, die darüber ein Video gemacht haben. Aber ich wollte sie selber bestellen, meine Meinung darüber bilden und ja, das Ganze mit euch zusammen einfach mal anschauen. Die Hose kostet rund 300 Euro. Es kann sein, dass ihr auch mal die für 260 Euro bekommt, je nachdem, wenn ihr dann noch so einen Gutscheincode bei gewissen Stores einlösen könnt bei Erstbestellung. Da müsst ihr halt schauen und ein bisschen tricksen, aber das ist schon machbar. Ich habe dafür jetzt 300 Euro bezahlt, weil ja, bei mir ging das in dem Moment einfach nicht und ich wollte das Ganze für euch einfach vorbereiten, deswegen ja. Bestellt habe ich die in der Farbe Schwarz. Es gibt die in verschiedenen Farben, auch dieses Graue gefällt mir sehr, sehr gut, aber ja, ist ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr eigene Hose, muss man mal dazu sagen. Diese Plissé-Hosen, muss man dazu euch erklären, sind diese geriffelten Hosen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die haben so eine, ja, wie so eine Rifflung drin, sind dadurch sehr flexibel, sehr angenehm und ja, ich habe die Hose einfach mal anprobiert. Ich habe zwei Outfits für euch vorbereitet. Ich zeige euch mal ganz kurz die Outfits. Einmal mit Jordans und einmal mit ein bisschen schickeren Schuhen. Einmal mit dem T-Shirt aus der Hose und einmal mit dem T-Shirt in der Hose. Ich zeige euch mal ganz kurz die Aufnahmen und dann könnt ihr euch zumindest schon mal ein eigenes Bild davon machen, wie das Ganze sitzt. So Leute, nachdem ich euch jetzt die Aufnahmen gezeigt habe, ja, lasst uns noch mal ganz kurz über die Hose reden. Ihr zahlt natürlich bei so einer Hose den Designer. Es gibt verschiedene, ich sag mal, Nachmachung oder Plissé-Anbieter, die sowas anbieten für rund 100 bis 150, teilweise knapp 200 Euro, also deutlich günstiger als, ich sag mal, das Original. Aber ich habe natürlich keinen Vergleichswert, wie gut sind die Hosen, sind die gleichwertig, sitzen die genauso, fühlt sich das angenehm an, kratzt das Material oder nicht. Ja, und in dem Fall muss ich sagen, ich bin schwer überrascht von der Hose. Es ist natürlich ein saftiger Preis, also wirklich ein saftiger Preis, aber wie sich die Hose anfühlt und wie die Hose sitzt, ist wirklich, wirklich 1A. Also ich kann nichts Negatives dazu sagen, außer natürlich der Preis. Aber wie gesagt, das Thema hatten wir schon, man bezahlt halt auch einfach die Marke und ja. Ob es mir das wert ist? Ich denke schon. Die Hose ist auf jeden Fall das Geld wert. Sitzt sehr, sehr nice. Der Vorteil ist zum Beispiel hier an den, durch diese Rifflung, durch diese Funktion, dass die Hose sich noch so ein bisschen weitet, setzt sie sich extrem nice auf die Schuhe, muss ich zugeben. Und ja, gefällt mir extrem gut. Die Farbe sieht sehr, sehr nice aus. Wirklich ein tiefes Schwarz. Und ja, allgemein, wie sich die Hose einfach am, ich sag mal, angezogen anfühlt, ist wirklich super, super nice. Kann ich nichts Negatives drüber sagen. Ja, auch stiltechnisch könnt ihr so eine Hose natürlich variabel einsetzen. Ihr könnt das Ganze ein bisschen schicker oder auch ein bisschen mehr Street-Stylig tragen. Ich denke, die meisten kennen das Ganze von der Street-Styling-Szene und ja, dementsprechend muss ich sagen, bin ich schwer überrascht und ja, ich werde es mir überlegen, ob ich die Hose behalte. Wie gesagt, ich habe die jetzt erstmal nur bestellt. Ihr seht das Hangtag auch noch dran. Ich bin auch niemand, der sowas einfach nur abmacht fürs Video. Ich spiele da mit offenen Karten und dementsprechend ja, sehr überrascht, sehr cool, sehr nice. Und ich würde schon sagen, dass die Hose auf jeden Fall ihr Geld wert ist. Größentechnisch ist es bei mir so, dass ich die Größe 2 gewählt habe. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil das eine japanische Brand ist. Haben die auch ein bisschen andere Größen. In dem Fall 2 ist ungerechnet einfach Medium. Wer das Ganze kleiner haben möchte, müsste 1 nehmen. Eine Nummer größer wäre 3 und dann aufwärts, falls ihr euch dafür interessiert. Und ja, sehr, sehr nice Hose. Ich bin schwer überrascht und ja, muss man mal schauen, ob ich die wirklich behalte. So, lasst mich gerne in den Kommentaren unten wissen, was ihr von sowas haltet, ob ihr solche Designer-Pieces feiert oder generell solche Einzelstücke feiert, ja, in Anführungsstrichen, weil ihr kriegt sowas ja nicht in einem normalen Store. Ihr müsst sowas schon, ich sag mal, explizit
suchen und dann auch bestellen. Ihr könnt jetzt nicht einfach in einen normalen Store gehen und einfach eine schwarze Hose kaufen. Das ist schon was ganz anderes. Fühlt sich, wie gesagt, extrem hochwertig an. Und ja, mein Fazit, mein Feedback dazu, es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und ja, die Hose ist wirklich 1A. Ich habe nichts Negatives auszusetzen, außer der Preis. So Leute, das Fazit zu der Hose habe ich euch mitgeteilt. Ihr müsst für euch selber entscheiden, ob ihr bereit seid, dafür so viel Geld auszugeben. Wie gesagt, mir ist es das eigentlich schon wert, aber irgendwo ist die Hemmschwelle noch da. 300 Euro für so eine Hose ist natürlich trotzdem wirklich viel Geld. Auch heute habe ich wieder eine Kleinigkeit für den Weihnachtskalender. Ich habe hier heute das Parfum Davidoff Cool Water Intense. Habe ich mir noch gegönnt letztens und habe ich für euch heute zu verschenken. Wie das Ganze funktioniert, kennt ihr. Einfach dem Kanal folgen und unten lasst einen kleinen Kommentar da und dann seid ihr schon beim Gewinnspiel dabei und innerhalb einer Woche werde ich das Ganze verlosen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Leute, haut rein. Peace. Ciao.